In diesem Video geht es darum, wie man die Kugelweite des Ärmels reduzieren kann, ohne die Ärmelweite dabei zu verändern. Ich habe hier den Grundschnitt für die lose Modellform geöffnet mit dem dazu passenden Ärmel. Wie man den Grundschnitt und auch den Ärmel erstellt, darüber habe ich zwei andere Videos gemacht. Wenn man diese Grundform des Ärmels als eingesetzten Ärmel benutzen möchte, dann hat man oft das Problem, dass die Kugelmehrweite, die eigentlich zum Einhalten gedacht ist, einfach zu viel ist. Wir können also diese Mehrweite um ca. 2 cm reduzieren, ohne dass die Ärmelweite davon betroffen ist. Dazu muss ich mir zunächst mal ein paar Hilfspunkte und Linien anlegen. Über die Achse vom Schulterpunkt A74 bei mir lege ich mir auf der Höhe des oberen Punktes auf der Seitennaht einen neuen Punkt an. Von diesem neuen Punkt nach oben zur Schulterspitze trage ich 2 cm ab. Und der Punkt interessiert mich jetzt. An den Seitennähten messe ich 2 cm nach unten auf beiden Seiten. Mit dem Linienwerkzeug verbinde ich meine Punkte von A92 nach A91, färbe die Linien pink, von 93 nach A91 und von A74 nach A91. Den Punkt A90, den möchte ich gerne ausblenden. Gehe in die Arbeitsabläufe, nehme mir das Werkzeug, das Gruppen erstellt, markiere den Punkt A90, über Enter bestätige ich und ich nenne die Gruppe auch A90. Und die kann ich jetzt hier unter den Gruppen einfach ausblenden. Ich muss jetzt eine Drehhilfe anlegen. Der Punkt A92 ist mein Drehpunkt und über A91 möchte ich einen Bogen legen. Öffne die Bogenwerkzeuge, nehme mir den Bogen mit vorgegebener Länge. A92 ist mein Drehpunkt. Der Radius ist die Linienlänge. Gebe in den Filter A92 ein. A92, A91 ist der Radius. Und auch der Winkel ist von dieser Linie. Gehe in die Linienwinkel. Gebe in den Filter die A92 ein. A92, A91 ist der erste Winkel meines Bogens. Die Bogenlänge soll 3 cm sein. Mit dem Werkzeug einen Bogen unterteilen, trage ich jetzt auf dem Bogen 1 cm ab. Der Punkt A94 entstanden. Weil ich das aber in der anderen Richtung brauche, muss ich das spiegeln. In die Arbeitsabläufe, das Werkzeug zum Spiegeln über eine Linie nehme ich. Ich markiere den Punkt 94, Steuerungstaste haltend auch den Bogen. Die Enter-Taste bestätige ich und die Linie ist A91, A92, über die gespiegelt wird. Okay. Und das ist jetzt der Punkt, der mich interessiert. A94, A7. Mit dem Linienwerkzeug verbinde ich jetzt von A92 nach A94, A7. Und jetzt kann ich drehen. Der Gruppe Arbeitsabläufe nehme ich das Werkzeug, was Objekte dreht, und markiere mir jetzt den vorderen Teil der Armkugel. Steuerungstaste haltend markiere ich Kurven und Punkte. Über die Enter-Taste bestätige ich. Die A92 ist mein Drehpunkt. Ich drehe das ein bisschen ein. Den Formelassistenten gebe ich jetzt den Drehwinkel ein. Öffne also die Linienwinkel von A92 nach A94, A7 ist der erste Winkel, um den ich drehen möchte. A92 gebe ich in den Filter ein.
Und davon abziehen muss ich den Winkel A92, A91. Wende ich an. So soll das sein. Die Drehhilfe möchte ich jetzt auch ausblenden. Hier also in die Arbeitsabläufe, nehme mir das Werkzeug, das Gruppen erstellt und markiere die Linien und Punkte, die ich nicht mehr sehen möchte. A94, A7 brauchen wir nicht mehr. A91, A8 liegt auf dem gleichen Punkt, muss ich trotzdem nochmal markieren. Den Punkt A91, den brauche ich noch, den darf ich nicht ausblenden. Den Punkt A94 möchte ich ausblenden. Die Kurve und auch hier unten Kurve. Tätige über die Enter-Taste. Nenne die Gruppe DHV für Drehhilfe vorne. Dann kann ich die jetzt hier ausblenden. Das Ganze mache ich jetzt mit dem hinteren Teil nochmal. Nehme mir ein Bogenwerkzeug. A93 ist mein Drehpunkt. Der Radius ist die Linienlänge A93, A91. Die A93 gebe ich in den Filter ein. Der erste Winkel ist die gleiche Linie. Ich rufe den Linienwinkel dazu auf. In den Filter gebe ich wieder die A93 ein. A93, A91 soll der erste Winkel des Bogens sein. Und die Länge sind auch hier 3 cm. Okay. Hier muss ich nicht spiegeln, der liegt in der richtigen Richtung und kann direkt mit dem Werkzeug Bogen unterteilen. Auf diesem Bogen 1 cm abtragen. Mit dem Linienwerkzeug verbinde ich von A93 nach A95. Die Drehhilfe ist fertig und ich kann jetzt unter Arbeitsabläufe das Werkzeug zum Drehen der Objekte nehmen. Markiere mir den hinteren Teil der Kugel, die Punkte und die Kurven. Die Steuerungstaste halten. Die Enter-Taste bestätige ich meine Auswahl. A93 ist der Drehpunkt. Drehe das schon mal in die Richtung ein. Formelassistenten gebe ich jetzt die Drehwinkel ein. Öffne die Linienwinkel. A93, A95 ist der erste Winkel. Im Filter gebe ich die A93 ein. A95 ist der erste. Abziehen tue ich den Winkel A93, A91. Okay. Die Linien und Punkte, die ich jetzt nicht mehr sehen möchte, fasse ich in einer Gruppe zusammen und blende die aus. Nehme das Gruppenwerkzeug. Punkt A92 brauche ich nicht mehr. Den Punkt A93. Die Steuerungstaste haltend markiere ich die jetzt nach und nach. Den Punkt A91, A9 und auch A95, der liegt da drauf. Denn A91 möchte ich nicht mehr sehen. Und die Hilfslinien. Kleinen Bogen. Bei Enter bestätige ich, nenne ich einfach mal HLE Hilfslinienärmel. Dann kann ich die ausblenden. Ausgleichen muss ich natürlich jetzt diesen Teil hier. Da ziehe ich eine neue Kurve. Mit dem Kurvenwerkzeug für die einfache Kurve verbinde ich jetzt den Punkt A79, A8. Mit dem Punkt A77, A9, also den oberen Teil der Kugel,
Und die Kurve, die zeichne ich nach. Um dir jetzt die Kurvenlänge zu messen, die der ursprüngliche Ärmel hier im oberen Teil hat, lege ich mir nochmal einen Hilfspunkt an auf einer dieser Hilfslinien, die wir zur Ärmelkonstruktion benutzt haben. Auch das Punktwerkzeug, das mir den Punkt in einer Distanz auf einer Linie anlegt. Ich nehme die Linie, auf der wir den Ärmelumfang abgezeichnet hatten. Ich dachte an A61, geht zu dem Punkt AU runter. Und im Formelassistenten rufe ich die Kurvenlängen auf. Ich möchte jetzt die Länge der Kurve A79 zum Schulterpunkt A74 haben. Ich gebe die A74 in den Filter ein und die Länge der Kurve A79, A74 liegt hier. Dazu addiere ich den hinteren Teil, der von A77 nach A74 läuft. Dieser Kurventeil liegt hier oben, A77, A74. Und ich kann jetzt hier schon sehen, dass es 19,1 cm sind, die dieser Teil der Kugel misst. Ich bestätige das. Den Punkt A96 kann ich mal umbenennen in Kugelmehrweite. Wenn ich den jetzt hier anklicke, dann kann ich in den Werkzeugeinstellungen die Länge sehen, 19,13. Und wenn ich jetzt mit der Maus meine neu gezeichnete Kurve berühre, dann wird mir die Länge angezeigt. Da haben wir 17,2 cm. Das heißt, die Kugelweite haben wir um ca. 2 cm reduziert. Mehr sollte man auch nicht machen. Was ich jetzt noch brauche, ist der neue Schulterpunkt. Ich gehe in die Werkzeuge Kurven. Mit dem Werkzeug einfache Kurve unterteilen. Markiere ich die neu gezeichnete Kurve. Und im Formelassistenten rufe ich die Kurvenlängen auf. Brauche jetzt auf meiner ursprünglichen Armkugel die Strecke von A79 nach A74. In den Filter gebe ich die A74 ein. A79, A74 liegt hier. Weil ich die Kugel um 2 cm verkleinert habe, ziehe ich hier einen Zentimeter ab. Wende ich erstmal an. Das ist mein neuer Schulterpunkt. Ich nenne den S. Dann kann ich den neuen Ärmel mit der verkleinerten Kugel auskopieren. Gehe in die Abteilung Details, nehme mir das Workpiece Tool und starte am Saum. Die Kurve läuft im Uhrzeigersinn, die kann ich einfach anklicken. Das vordere Ärmel-Einsatzzeichen brauche ich. Hier habe ich ein Stück Linie, da muss ich den Punkt markieren. Die Kurve läuft im Uhrzeigersinn, kann ich markieren. Den Punkt S brauche ich allerdings. Den zweiten Teil der Kurve nochmal ansteuern. Den Punkt 77A9 brauche ich nicht. Das nächste Stück Kurve liegt gegen den Uhrzeigersinn. Ich muss also die Shift-Taste drücken. Den unteren Teil. Auch hier brauche ich das hintere Ärmel-Einsatzzeichen unbedingt und muss also den unteren Teil nochmal markieren. Und hier nehme ich den Punkt A86, A6. Über Enter bestätige ich. Okay. Und öffne die Details. Den ursprünglichen Ärmel habe ich hier noch liegen. Der neue ist jetzt darüber gelegt worden. In Größe 42 habe ich gezeichnet. Ich öffne jetzt mal ein anderes Maß. Hier haben wir die Größe 36, der ursprüngliche Ärmel, die verkleinerte Kugel. Hier sehen wir die Größe 50 und nochmal zurück zur Größe 42.